Es tut mir leid. Gibt's hier eine Getränkekarte? Nein. Wir haben helles Bier, dunkles Bier und gemischtes Bier. Ja, und was ist das Jugendgetränk? Alkoholfreies Bier. Also für meine Klasse nur alkoholfreies. Grüß Gott. Ich möchte gern was einzahlen, bitte. Aha, und was bitte soll das sein? Wonach sieht's aus? Schotter. Richtig. Sie wollen also Schotter einzahlen? Genau. Na, Sie sind ja ein ganz ein Lustiger. Stimmt. Hören Sie, das ist genau mein Problem. Na, und sehen Sie jetzt, dass das was wert ist? Ja. Und zwar 3 Millionen Euro. Bitte. Minus. Na, sieh was. Herr Hartl? Sandra? Bist vielleicht schwanger. Das sind Krätzen. Naja, aber es stimmt, es gibt halt schlimmere Klassen. Denen muss man zeigen, wer da her im Haus ist. Sandra? Hey, Marc. Hey. Habt ihr vielleicht... Ich hab's schon. Habt ihr den Tom gesehen? Ja. Da ist ein Ninja. Fang du jetzt nicht auch noch damit an. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips you drew the Hallelujah. Tom? Tom, komm bitte frühstücken. Schrei nicht so. Hey, Marc. Bitte. Ich hätte gerne, dass du mir zuhörst, bis ich fertig bin. Ich meine, du bist ein furchtbarer Zeitgenosse, weil du keinen Funken Mitgefühl für irgendjemand anderen hast. Danke, dass Sie Zeit haben. Du. Du, ja. Wie ist das denn eigentlich mit dem Mietvertrag? Ist das ganz genau? Ja, sehr genau. Das, ich habe halt früher auch immer Katze gehabt und jetzt hätte ich halt gerne eine... Was jetzt für mich die Frage ist, was würdest du mit diesen Katzen tun? Das ist natürlich schon eine Schwierigkeit. Ja, aber es muss ja keiner wissen. Meine Wohnung ist ja auch... ganz gut, weil es eben... Wie schaut die aus eigentlich momentan, die Wohnung? Also nur das Bett habe ich umgestellt, weil nach Feng Shui soll halt das Bett immer Richtung Osten ausgerichtet sein. Das habe ich auch schon gehört, Feng Shui. Ja, das ist, finde ich, schon wichtig, dass man alles nach Feng Shui macht. Das soll auch angeblich ja total nackt sein, ne? Wenn man, das muss man ja alles nackt durchziehen angeblich. Hm. Das ist das, was mir zugetragen wurde, also wo man dann... durchaus auch in ganz alltäglichen Situationen nackt ist plötzlich.